ein Hallöchen auch an YouTube. Beinahe hätte ich euch vergessen, aus Nicht-Gewohnheit, aus... Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück. So, ich bin vergesslich. Ich bin alt. Okay, nicht so alt wie Phantom, aber so alt, dass Scroll sagen würde, ich habe Steintafel. Also, ich bin alt. So, in diesem Sinne... Aber meine Nachbarin heute erst auch gesagt, ich sehe erst aus wie Anfang 30. Boah, das ist doch ein gutes Kompliment. Ende 20er, Anfang 30er. Na, genieße es. Nimm es an und lass es dir auf der Zunge vergehen. Ja. Wenn sich mein Körper jetzt auch noch so anfühlen würde, wäre alles super. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? In diesem Sinne, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch den Livestream reinzieht, beziehungsweise auch die Wiederholung auf YouTube euch reinzieht. Und Dankeschön. Ja, einfach Dankeschön. Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, einfach unten in die Beschreibung gehen. Da gibt es einen schönen Link zu Twitch. Ich freue mich, der Chat freut sich, der Phantom freut sich. Und wenn die Nova da, die Nova, ach, verdammt. Wenn die Nova da ist. Und wenn der Nova da ist, der würde sich auch freuen. Ich glaube, es kriege ich nicht mal aus meinem Kopf mit die. Oder das Wort hier. Oder das Wort hier. Genau, richtig. Ja, stimmt. Auch Dankeschön, wenn ihr euch die VODs auf Twitch reinzieht. Ist auch immer schön. So, wenn wir gerade eh schon da sind, noch ein paar Mauern im Inventar. Eine Ölverarbeitung pimpen. Ja. Oh, guck mal, das gehen die Drohnen. Da kommt da gar nichts raus. Aber er hat doch erst Öl angeschlossen neu irgendwo, oder? Er hat hier, hat er nicht drei Öl? Ja, Öl angeschlossen ist ja gut, aber wenn er es nicht anständig verarbeitet bekommt. Also ich sehe gerade, also am Öl liegt es nicht. Ja, es sind wahrscheinlich dann zu wenig Anlagen. Hä? Was fehlt denn hier jetzt? Cool Gas fehlt. Ich bin verwirrt. Ja, er hat einen Baufehler drin. Guck dir mal die Ölraffinerien an, und zwar ja immer die hinterste. Die hat zu wenig Temperatur, die hinten. Meinst du hier hinten oder was? Ja, ja, genau. Du hast zwar die Flamme, also sieht aus, als würde sie arbeiten, aber die arbeitet gar nicht. Da fehlt wahrscheinlich, obwohl dran steht Temperatur 185. Ja. Aber wahrscheinlich ist es ein Kommafehler, ein Rundungsfehler oder sowas. Da fehlt quasi 0,1 Grad wahrscheinlich, dass die läuft. Bisschen ärgerlich. Aber sie läuft ja zwischendurch immer mal, weil sie steht da ja bei 93%, 34%. Ja. Oben das Ding läuft ja irgendwie. Aber es läuft halt nicht dauerhaft und deswegen. Genau. Ja, aber allein schon die zweitletzte ist ja auch schon extrem langsam. Im Vergleich zur dritten schon oder zur ersten. Ah, von dem her müsste man. Er kann ja theoretisch die Burner, die er da hingestellt hat, auf die andere Seite auch nochmal packen. Und dann hätte sich das ja quasi. Er hat da, glaube ich, auch zu wenig Burner. Ja, oder zu wenig. Das kann auch sein, ja. Ah, das gleiche hat er hier drüben. Da fehlt es tatsächlich an Coal Gas. Coal Gas liegt jetzt wieder an mir. Jetzt die Frage. Wahrscheinlich, das ist so ein bisschen das Problem an Coal Gas, weil wir hier. Ah, wobei, es wird hergestellt. Oh, die Abnahme ist auch da, dauerhaft. Füllt der denn eigentlich das Cool Gas ein? Ach da. Mal gucken, ist das so schlecht in der Produktion? Mal gucken, Coal. Schauen, Flüssigkeiten. Cool Gas auf 10 Minuten. 15k die Minute. Ah, gut, 15k ist jetzt nicht so viel. Ich denke, das Problem ist auch, dass ich es halt nur als Nebenprodukt hier krieg. Oh. Okay, es ist auch nur ein Nebenprodukt, wie es aussieht. Gibt's gar... Gut, da... Ja, wenn ich was mit Kohle mache, kommt halt Kohlegas raus. Macht ja auch irgendwie Sinn. Direkt wieder Pfusch entdeckt. Genau. Ah. Was bist du? Mhm. Ah ja, du bist einfach nur durchgefahren, ne? Du Sackgesicht. Ja, ist okay. Dreh da oben um. Zum Wartebahnhof bestimmt. Ja, aber der, okay. Hier hat es gar keinen. Ah doch, da oben. Ja, hast recht. Hast recht, ja. Also die Anlage läuft eigentlich dauerhaft. Aber es kommt nur 25 Kohlegas rum. Ja, ist halt so. Echt langsam, ja. Was mich auch wundert, ist diese gleichnamige Abnahme hier, beziehungsweise
Mittlere Anlage arbeitet deutlich schneller, weil die Temperaturen halt deutlich höher sind. Das heißt, die Anlage an sich läuft schon. Ja, dadurch, dass die Temperaturen hier bescheiden sind, die Anlage läuft besser wie die hier und die hier. Und dementsprechend ist hier immer mehr drin wie da. Was auf Dauer schlecht sein kann. Weil irgendwann kommt dann ein Zug, weil er denkt, hier ist genug drin. Wird dann in der Mitte beliefert, aber oben und unten dauert dann halt noch ein bisschen. Es ist ein bisschen unglücklich. Ist aber auch ein Scheiß mit diesen Burn-Heatern. Ja, das Design hätte man ein bisschen anders machen können. Da fehlt ein Dreier-Balancer. Ja, hätte man auch machen können. Das Problem ist der Platz. So gesehen. Weil wir halt hier uns die Begrenzung gemacht haben mit dem Kästchen hier. Ja. Ja, sehr eng geworden, auf jeden Fall. Klar, man könnte jetzt die Mauer hier einreißen und das Ganze einfach ein bisschen nach links ausdehnen und dann entsprechend die zwei Bahnhöfe einfach weiter nach links schieben. Dann hätte man Platz für einen Balancer. Aber man braucht ja nicht mal einen Balancer, man braucht ja nur eine Kiste, wo man mit drei reingeht und mit drei rausgeht. Das balanciert ja schon genug. Bei der Anlieferung ist schon Balancer. Das ist ja schon ausgebalanciert quasi. Durch das hier. Also hier ist immer genug drin. Ich glaube, die Fast Loader balancen das, glaube ich. Also ich glaube, dass sie so arbeiten, dass die immer nach und nach ausgeben. Also es wird nie so sein, dass hier Kohle reinkommt und erstmal alles aus einem Belader rauskommt. Die wechseln sich quasi auch ab. Deswegen sind das quasi eigentlich auch schon Balancer in der Hinsicht. Naja, aber es läuft. Ich denke, und die Anlage läuft ja auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube nicht, dass wir da gleichmäßige Probleme kriegen sollten. Wir werden es mal auf die Beobachtungsliste stecken. Aber sollte passen. Lasst uns lieber mal überlegen, wo wir unsere Zentral Processing Units bauen können. Wir haben hier 8 Sekunden Herstelldauer. Wir haben Crushed Gold. Das müssten wir theoretisch haben. Weil Crushed Gold, glaube ich, wird auch woanders verwendet. Jawohl, das haben wir hier. Da mangelt es definitiv nicht. Da ist genug da. Aber den Schaltkreis müssen wir gucken. Und die Semiconductor Waiver, da bin ich mal gespannt. Die werden jetzt ja schon echt häufig verwendet. Ja, aber hier sieht es eigentlich auch noch gut aus. War ich gerade verwirrt? Boah, die sind echt fies auf dem Band. Du siehst das ja gar nicht, dass die auf dem Band liegen. Aber ja, sieht also auch gut aus in der Hinsicht. Wir haben ja auch Platz geschaffen. Ne? Letztes Mal haben wir ja hier das ganze Ding hier ausgeräuchert. Dementsprechend haben wir hier genug Bauplatz. Von dem her, ich beschlagnahme jetzt mal diesen Bereich und pack da gleich mal eine Fabrik hin. Fente, was baust du bei dir? Und? Aha. Ah, also die Labore. Ja. Okay, cool. Geht in der To-Do-Liste. Ja, weiß ich. Ach, blöde Mauer. Komm her. Komm her, Spinnchen. So. So, jetzt schauen wir doch gerade mal ganz kurz. Wir haben Exotic Industry. Das ist eine Parzelle klein 1-1. Die bringt uns nicht sehr viel. Wir haben 3 Sachen zum Verarbeiten. Das schaue ich doch gerade mal. Da sind es 4. Ich möchte mal gucken, ob wir eine Anlage kopieren können. Das ist ja immer eine Zweieranlage hier. Genau, das ist auch eine Zweieranlage hier. Ich werde mir den Anfang kopieren auf jeden Fall. Und dann entsprechend umbauen. Weil wir ja hier auch 3 hätten. Stimmt, die Forschung. Das ist doch eine Dreierforschung. Ah, stimmt. Wir könnten uns theoretisch das hier zum
im Vergleich nehmen. Schauen wir mal ganz kurz. Rush Gold. Das Prinzip hier ist ja, dass wir zwei Fließbänder haben, ein volles und ein geteiltes. Sprich, das Crush Gold wäre ein volles Fließband und die Semiconductor Wave würden wir den erweiterten Schaltkreisen draufpacken. Wir haben 8 Sekunden Herstelldauer. Will ich rechnen? I'm not sure. Ich glaube, ich bin heute zu unfit zum Rechnen. Bin echt müde, ich weiß auch nicht warum. Wir probieren es trotzdem mal kurz aus. Deutschland noch ein Tor, damit mein Tipp aufgeht. What? Echt? 3-0? Okay. Ja. Oh, die machen ja so weiter wie letztes Mal. Okay. Noch steht es nur 2-0. Hä, du hast doch gesagt 3-0. Ja, die sollen noch ein Tor schießen, damit mein Tipp sollen. Aufgeht. Ach, die sollen! Ah, du... Phantom hier. Der Phantom hier. Und wer wird gleich wieder viel zu eng bauen? Ach... So, wir nutzen ja die Dinger hier, aber wir ignorieren die 0,25, ganz einfach. Schade. Wir kriegen hier eins raus. Wir rechnen mit rotem Band, hätte ich gesagt, wie immer 30 Gegenstände. Also in 8 Sekunden sind es 3,75. Recht nicht richtig. Phantom, hilf mir. Ich bin heute zu mala, zu matsch. 3,75, was rechne ich da? 30, durch 8? Keine Ahnung, was ich da tue. Warum rechnest du? Weiß ich nicht. Schade. Ja, ich weiß auch nicht. Eine Montagemaschine braucht 8 Sekunden. Ja doch, 30 durch 8. Ist doch richtig. Nee, wieso? Woher habe ich die 30 jetzt? Weiß nicht. Bau dir auch gerade nicht zu, deswegen kann ich dir nichts sagen. Ja, ich bin noch ein bisschen auf groß dumm im also Kopf. 30 könntest du vielleicht haben vom Fließbandgeschwindigkeit her, aber. Ja. Also, warte mal. Wir haben 8 Sekunden für 1. Ja. Also brauche ich 8 Anlagen für 1. So, jetzt habe ich's. Ich brauche 8 Anlagen, damit ich in einer Sekunde 8 herstellen kann. Eine herstellen kann. Also muss ich ja 8 mal 30 rechnen. Holy shit. Okay, das ist ein bisschen too much. Ja, du musst bedenken, das musst du auch füttern können. Ja, ich will kurz gucken, wie viele Anlagen stehen hier für ein Band. Es sind 120, also die Hälfte quasi. Und das kann ich ja gar nicht füttern, oder? Wie viel? Nee, kannst du auch gar nicht, weil du brauchst bei dem einen ja schon drei Sachen rein und du kriegst da nur 30 rauf. Das heißt, du kriegst nur 10 mal 8 Maschinen gefüttert, 80 Maschinen. 80, ne? Auf einer Seite. Ja, wir bauen einfach 80 Stück. Also 160. Also eigentlich können wir die Anlage hier, so wie wir es hier haben. Nee, warte mal. 80? Wieso 80? Wie viel hast denn du da? Du hast 64. Wieso hast du 64 bei dir? Weil du ganz andere Zeiten hast, ne? Ach, du bist bei 18 Sekunden. Hä, hättest du nicht viel mehr Anlagen hinsetzen können? Genau. Ich habe ganz andere Zeiten und ich brauche auch 6-mal elektronische Schaltkreise. Ah ja, stimmt. Und 8-mal insulated wire. Ja, okay. 64, glaube ich sogar. Ja, aber dann kann ich 120 bauen. Theoretisch kriege ich ein rotes Fließband voll, wenn ich 240 Anlagen bauen kann. Aber da ich ja die nicht füttern kann, mit 1 zu 1 dem muss ich geteilt durch 2 machen, weil ich 2 erweiterte Schaltkreise brauche. Und die erweiterten Schaltkreise sich ja mit den Semiconductor-Wavern sich das Fließband teilen. Also geteilt durch 2, also 120. Weil das Crushed Gold kriege ich auf ein Fließband drauf. Also habe ich ja dann doppelten Input. Oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler? Und wir müssen passen. Mit 120. Muss nur gucken, ob ich es mit anderen Greifern hinkrieg. Ich kann da die Greifer unterdunneln und das ein bisschen anders bauen, dass ich da auch blaue Greifer hinkrieg. Da braucht halt deutlich mehr Platz.
Wie viel sind das hier? Das sind... Ja doch, das sind ja 120, ja. Das reicht aber nicht, ne? Warum nicht? Bei 120 Maschinen, du brauchst ja von dem einen Zeug 3 Stück, ne? Ja. Dann bräuchtest du 1,5 Fließbänder. Ist so, ich habe unten ein volles Fließband und oben ein volles Fließband. Also ich mach's ja so wie hier, ne? So. Sprich, ich habe da eine Reihe, die hat 60. 60 Maschinen mit einem Fließband. Ach so. Ja. Ja. Das passt locker. Hallo zusammen, Leute. Black Dragon. Hello. Ich glaube, wir kopieren das. Das ist nämlich genau das Richtige. Ja, doch, das können wir kopieren. Außer vielleicht der Ausgang. Müssen wir mal gucken, ob wir den... Ja, das kriegen wir gedeichselt. Oh mein Gott. Die Anlage passt gerade so hin. Drehen wir sie. Muss ich nur kurz gucken, warte mal, der Zug ist da. Ja, das passt. Warum bist du so weit hochgegangen? Achso, wegen dem Kreisel. Ja. Du brauchst nicht mehr Platz, oder, Phantom? Wie mehr Platz? Ich setze mal, dann weißt du, was ich meine. Ja, deswegen bin ich ja mit der Ding schon hochgegangen. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche. Ich habe das noch nicht. Ach so, ja, ich weiß, wie viel Platz ich brauche. Das habe ich dir gerade gesetzt. Du kannst ja hochkant bauen. Ja, ja, hatte ich vor. Ach, deswegen ist es rot markiert. Ach, gerade, was ist denn da rot auf der Karte? So. Machen wir gerade ganz kurz die Kiste hier hin. Einmal leer. So. Ich hoffe, wir haben noch was. Oh je. Wobei, ich brauche nicht so viel. Liegt etwas am Arsch erhalten. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Dankeschön. Einen Moment. Please wait. Noch ein bisschen Landaufschüttung hier wegsetzen. So. Man kann hier auch noch ein bisschen setzen. So. Mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Mal das nämlich noch mal einmal draufsetzen hier. Will mich das Game jetzt verkackeiern? Achso, falsch rum. Ja. So, wir müssen jetzt mal den Anschluss da unten noch fixen. Und zwar da. Phantom, du hast einen tollen Zug schon geholt, der jetzt alles blockiert. Ich muss kurz was zu trinken holen, gleich wieder da. Ja, ich suche gerade. Da kann ich gucken. Ups, scheiße. Scheiße, ich muss in den Keller. Gleich wieder da.
Ey, Fennel, da steht wieder ein Zug. Ja, aber keine Ahnung, warum der hier jetzt ist. Ziel ausgelastet, Alter. Dafür kann ich nichts, dass das Ziel ausgelastet ist. Ja, alles gut. Der steht hier nur als Wartebahnhof. Ja, ja, passt ja. So, dafür sind sie ja da. Ja. Die Wartebahnhöfe. Deutschland ist im Achtelfinale. Schreibt jemand? Dann leg nach. Abgepfiffen. 2-0 gewonnen. So, jetzt auch mit Ton da. Bitte nochmal alles erzählen von Anfang an. Ja, Sytax, genau. Ja, ich bin jetzt auch da. Hm. Worum geht's denn jetzt hier? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass du weg warst. So, jetzt tun wir erstmal immer einen gewaltigen Schnitt machen. So. Dann gehen wir hier runter. Dann ist das der Ausgang. Und das der Eingang. Ganz einfach. Na. Ja. Ah, yes. Okay. Bodele. Dann planen wir mal hier durch eben. Wahrscheinlich kommen bei mir auch gleich Züge. Ja, jetzt müssen wir eigentlich die Wartebahnhöfe immer hinter die Bahnhöfe setzen. Die Wartebahnhöfe immer hinter die Bahnhöfe setzen? Ja, hinter die Wegbringbahnhöfe. Weil... Ja, wollen wir jetzt wirklich... Dann könnte direkt im Wartebahnhof stehen bleiben. Und müssen nicht erst zu einer anderen Station fahren, zum neuen Wartebahnhof. Ich weiß es nicht. Wir haben schon so oft über unsere Bahnhöfe diskutiert. Ja, ja. Ich glaube, den Nerv habe ich heute nicht. Schon wieder darüber zu diskutieren. Haben wir mittlerweile für die High-Capacity Cranes eine provisorische Anlage? Nee, ne? Was? Für die High-Capacity Greifer. Haben wir noch keine Anlage, ne? Nö. Okay. Zumindest habe ich die Rezepte im Kopf, das ist doch schon mal gut. War hier nicht mal eine Motoranlage? Ah, da. Huch. Bin gewundert, wo es hin ist. So, erstmal liegt auf dein Wohl, ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Für was am Arsch. Du kannst dann zu den Wartebahnhof von im vorderen Ausgang der Anlage setzen. Ja. Ja, stimmt. Man könnte theoretisch einen hier hinsetzen, ja. Also Platz in meinem Bahnhofsmodell wäre sogar da. Ja, ja, ja. Oh, die Arena ist offen. Die Arena! Ausrufezeichen FFA! Wer in der Arena mitmachen will, um ein paar zusätzliche Dositaner zu kassieren. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ah, perfekt, weil wir hier keinen Strom haben, kommt eh kein Zug. Das ist der Vorteil von solchen Schaltungen. Ihr habt alle Zeit der Welt, diese Bahnhöfe umzubenennen, weil, solange kein Strom da ist, kriegen die das Signal nicht und dann ist die Zugbeschränkung auf 0 und dann kommt auch kein Zug. Das ist eigentlich ziemlich genial. Hi, Dossi, Cedric! Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wir setzen erstmal die Schienen. Damit das alles schon mal richtig ist. Ja. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, wir brauchen noch mehr. Kein Problem. Vielleicht lohnt sich es langsam wirklich, die Greifer da unten provisorisch zu bauen. Vor allem, wenn jemand hier die ganzen Elektromotoren schon klaut. Ey, du hast die da eben auch geklaut. Ja, du Schwein! Du hast alle Greifarme geklaut. Auch Fußball auf der Arbeit geschaut? War ja nicht auf der Arbeit, also nein.
Blöde Werbung, wenn man erstmal vorbeikommt. Ha, da. Wenn du Amazon Prime hast, gibt es da eine super Lösung, um die nervige Werbung auszuschalten. Einfach raushauen. Kostet auch nichts. Nur deine Seele. Nur deine Seele, genau. Ey, guck mal, du kriegst sogar 700 Dossital in der Arena. Auch nicht verkehrt. So, stellen wir uns mal ungefähr hier hin, weil das kann jetzt dauern, bis die da alles abgearbeitet haben. Wir brauchen definitiv, ich glaube, 1000 Fließbänder kann ich hier rausnehmen. Ich glaube, die werden hier alle verarbeitet. Das sollte passen. Und dann brauchen wir noch die Montageanlagen. Nehmen wir auch gleich ein paar mit. Und wir lassen das mit den roten Greifern. Weil dadurch, dass die 8 Sekunden. Wie viele Forschung soll ich denn hier eigentlich einbauen? Gute Frage. Also. Ich habe meine Anlagen so konzipiert, dass ich theoretisch immer. Aber weil die Forschung schafft die Forschung? Doch, meine Forschung müssten, glaube ich, immer ein rotes Fließband schaffen. Pro Zug halt nur. Pro Waggon. Nein, das meine ich nicht. Ich meine Anzahl an wie vielen Forschungspäckchen. Wie viele gibt es überhaupt? Ach so. Wie viele soll ich einplanen? Kriegst du es dynamisch hin? Wie dynamisch? Du kannst ja. Also, wir nennen einfach den Bahnhof Forschung an. Lass mich kurz nachdenken, ob das geht. Grundsätzlich kann ich das auch, dass ich die dann aussortiere in immer in einen jeweiligen Bunker und dann immer anfordere. Ja, aber wie forderst du an? Du bräuchtest ja einen Lokbahnhof für die Anforderung, oder? Warum? Nö. Okay, dann. Wie sagst du dem Zug, du darfst nicht kommen, weil ich habe von Stufe 1 genug? Du kannst den Bahnhof nicht ausschalten, weil du hast ja nur einen. Du könntest theoretisch pro. Aber es macht dann ja auch keinen Sinn. Ja, dann. Also laut Forschung werden es ja hier, wenn ich jetzt mal weiter runter scroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und du kannst ja. Nee, kannst du auch nicht. Ja, 7. Dann werden es 7 Anlieferungsbahnhöfe theoretisch. Oder du kannst, was du auch machen kannst, ist theoretisch, du machst 7 Bahnhöfe, wo die warten können. Also pro Fläschchen, also ich nenne es jetzt mal Fläschchen pro Forschung, hast du einen Bahnhof, wo da so ein Zug stehen kann. Ja. Und dann hast du 2 oder 3 Bahnhöfe zum Abnehmen der Waren. Die heißen alle 3 gleich. Und das Signal bei den Wartebahnhöfen kannst du ja auf Rot schalten, wenn genug da ist. Weil dann kann der Zug, will zwar rausfahren, aber kann nicht rausfahren. Okay. Dann kann ich die Lokbahnhöfe auch gleich nutzen, um abzuladen. Ja, aber du brauchst ja mehr Platz beim Abladen, weil du musst ja links, rechts Warenhäuser haben und wenn du nur Wartebahnhöfe hast, dann hast du halt einfach schön in der Reihe. Links, rechts brauche ich nicht, ich baue nur auf einer Seite ab. Ja, oder nur auf einer Seite, ja, klar. Ja, also, wie du willst, also so oder so, gibt beides. Ich habe es ja so zum Beispiel in, wo waren das? Ich weiß nicht mehr, auf welcher Karte das war, aber da habe ich es genauso gemacht, da hatte ich halt dann einen Bahnhof, der hat 2 Waren angenommen und dann hatte ich davor halt 2 Lokbahnhöfe, die dann entsprechend den Zug rausgelassen haben oder nicht. Je nachdem, ob was da war oder nicht. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte Dröhnchen holen, genau. So. Ah, die arbeiten immer noch. Fließbänder haben wir noch. Okay. Komm mal. Ah, die Reichweite ist einfach kacke, ne? Wie man hier sieht. Oh, und wenn ihr gerade alle so fleißig dabei seid, erstmal vielen, vielen Dank, Marcel, für mittlerweile 303 Stunden. Danke dafür. Lutz, auch natürlich an dich für 8 Stunden. Jede Stunde ist jede Minute zählt, von dem her vielen, vielen Dank auch dafür. Liegt dann dabei mit 7,5 Stunden. Vielen, vielen Dank auch an dich. Dann der Cedric ist am Start mit 118,8. Vielen, vielen Dank dafür. Zählt schon mal 9 Forschungspäckchen. 9? Ja.
Oh, stimmt, da unten kommen auch welche. 2, 4, 6, 8. Ja, okay. Sachi, auch an dich natürlich. Vielen, vielen Dank für 86 Stunden. Und Rice mit 443 Stunden. Vielen, vielen Dank. Und Südax mit 37 Stunden. Vielen, vielen Dank. Meine Güte. Ich sehe schon, die Anlagen reichen mal ansatzweise. So, mal 150 rausholen. Ah ja, klar, wir haben ja 120 pro Reihe. Können wir auch gleich noch ein paar Fließbänder holen. So. Ja, wir haben echt 1000 Fließbänder hier mal eben rausgeschossen. Huch. Nehmen wir einfach alle mit. Alle. Ich glaube, wir müssen die Begrenzung der blauen Greifer etwas erhöhen. Ach scheiße, Strommessen habe ich noch gar keine gesetzt. Die sind hier. Nehmen wir auch gleich. Okay, 800 will ich jetzt nicht mitnehmen. Schon groß die Anlage. Die Basis. Geht eigentlich noch. Also wenn ich bedenke, dass wir jetzt bei Forschung 4 sind von 9, wie wir ja gerade festgestellt haben, ist das doch sehr klein hier. Aber wie immer zu wenig Platz. Ja, viele Aliens noch, ne? Ah, das frisst. Ja, und sie gehen immer mehr auf den Sack. Ja, zumal unsere Waffen aktuell ja auch nicht mehr ganz so toll sind. Ne. Es dauert halt einfach länger. Vor allem, weil wir halt immer noch auf Solar sind in unseren Spinnen. Wie Dost immer wieder vergisst, dass er die Kisten aufmachen kann inzwischen mit Long Reach. Wegen den 800 Strommästen, ne? Ja, hast du recht. Ja, man ist es halt einfach nicht gewohnt. Wenn du Jahre lang das nicht konntest, dann kriegst du das in den Schädel auch nicht mehr rein. Das geht einfach nicht mehr. Ach, guck mal, ein Radar kommt hier auch hin. Oh, Radar. Kann nicht bauen. Sehr gut. Müsst ihr sie human umsiedeln? Immer. Hatten wir das letztes Mal. Ja. Hat ein bisschen gedauert. Weil die Nächte einen dann doch mittlerweile stark ausbremsen. Ach, was sehe ich denn da? Zwei gelbe. Ach, weg damit. Gibt's ja nicht hier. So, das brauchen wir nicht. Das können wir gleich wegreißen hier. Quasi müssen wir kurz umdesignen. Das geht quasi hier ran. So. So, passt. Ja, Fließbänder für alle. Nicht weit genug umgesiedelt. Ja, so gesehen hast du recht, ja. Scheiße. Brauchst auch Fließbänder, ne? Was? Nö, ich hab jetzt. Echt dich? Die letzte Zeit habe ich keine genommen. Ach, dann heute ist noch nicht. Ja, dann wird es Zeit, dass wir die Fließbänder auch mal irgendwo vernünftig aufbauen. Das ist. Oder halt so eine Mall. Du wolltest es mit Drohnen machen, ne? Hast du gemeint? Ja, wenn wir mal Drohnen haben. Ja, theoretisch haben wir ja welche. Ja, die Drohnen haben wir, aber wir haben halt die Logistik Achso, noch nicht. Ach, das war ja das mit der Kisten, ja.
Ich vergesse das immer. Das ist halt echt zu langsam mit zwei Fabriken. Könnt noch eine dritte setzen. Komm, machen wir das mal. Toll. So. Wir können ja von weitem bauen. Zack. Dann machen wir hier auch. So, dann brauchen wir natürlich ja auch das da. Geht hier eigentlich irgendwas kaputt? Nee, ständig an den Mauern. Irgendwo. Ah, ja, da unten. Ich setze ständig nach. Okay. Eigentlich bräuchten wir Artillerie. Ja, das wäre nice. Auf. So. So. Geht's ein bisschen schneller. Wir brauchen mehr Platz zum Arbeiten. Erweiterung der Arbeitsraumes in alle Himmelsrichtungen. Ja, das ist halt. Ich weiß gar nicht, vom Militär gesehen. Gut, wir arbeiten ja dran, das vierte Forschungspaket zu bekommen. Dann können wir auch Militär 4 forschen. Entsprechend kriegen wir dann auch die Heavy Duty Personal Laser. Wenn wir die dann mal haben, ich denke mal, die sind ein bisschen besser. Und dann wird die Frage, wann wir endlich auch verbesserte Ausrüstung bekommen. In Form von besseren Strom für die Spinnen, weil Solar ist halt einfach Kacke. Aber da sehe ich hier in der Reihe gar nichts. Ich meine, hier gibt es noch Charge Grenades. Ach Gott, die gibt es ja auch noch. Geladene Granaten. Also ich kenne ja die Splittergranaten aus Vanilla. Aber die Charge Grenades? Ah, ich glaube... Ah ja, gut, Clustergröße. Ja gut, das sind die gleichen quasi. Die sehen halt ein bisschen anders aus. Okay. Komm, ich... Dass die Forschung mal was zu tun hat. Ihr müsst ja noch, die provisorische Forschung, die läuft ja noch hier, ne? Ja, die läuft noch. Dem her passt es. So. Naja, perfekt. Mal ein paar Fließbänder mehr. Wieso kannst du jetzt auf Entfernung bauen? Das geht doch sonst nicht. Ja, das war eine Einstellung. Das ist einfach nur eine Mod-Einstellung für pro Spieler sogar. Also es kann jeder Spieler für sich entscheiden, ob er das so haben will oder nicht. Und schaltet sie wieder aus, ey, zum Kotzen. Wir laufen mal dahin, weil können wir den anderen Kram auch mal verbrauchen. Schade. So, Masten haben wir noch genug. Passt. Zack, zack, zack. Da hat gerade jemand Fließbänder geholt. Schade. Holt ja auch gleich Bots. Ah, danke, ja. Ja. Good idea. Prost. Jawohl, Sendrek. Moment, 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 Moment. Wassermarsch. Dankeschön fürs Sehen. Ein Wohl auf dich. Ein Hoch auf dich, so. So, ich mach mal ganz kurz noch die Wechselstuben, die ich hier noch offen habe. Derzeit kann ja das dann auch ein bisschen hier arbeiten, ne? In der Hoffnung, dass mit der Phantom nicht alles wegklaut. So, eine Wechselstube für den Lutz. Und zwar zwei sogar, wenn ich es richtig sehe. 200 Dossi-Dollar. Räum dein Inventar auf. Ihr wollt nicht, dass ich spiele, ne? Ihr wollt nur, dass ihr mich leiden seht. Na gut, ihr wollt es ja nicht anders.
Aber ich brauche das doch alles. Ja, okay, Landaufstimmen brauche ich nicht. Habt ihr recht. Warum habe ich das? Ich dachte, ich habe alles verbraucht vorhin. So. Die Steine können wir mal zur Steinanlage hier hinten reinschicken. So. Weg damit. Schlacke in die Schlackeanlage. Semiconductor Waiver. Die können wir auch. Hier werden sie gebraucht. Und wo sollen die kommen? Da ist der Bahnhof und schmeißen sie da rein. Alles voll. Okay. Das beabsichtigt? Oh, Phantom. Du hast hier unten einen Schaltungsfehler. Du hast da die Begrenzung auf Isolated Wire noch. Deswegen sind da jetzt 48.000 drin. Ups. Ich stell's dir mal um kurz. Okay. Demi. So. Okay. So, was haben wir noch? Ja gut, die Steam Engines brauche ich auch nicht wirklich. Können wir da reinschmeißen. So. Die Sachen behalte ich immer. Und die brauche ich halt auch permanent. Den Beton brauchen wir auch, ja. Wir müssen ja auch immer wieder mal fleißig betonieren hier. Na, so viele Anlagen noch ohne Beton. Ist. Jo. Nicht an mir. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe schon fleißig Beton benutzt. Kohle können wir, glaube ich, noch wegschmeißen. Schmeißen wir da rein. Hier blau raus. Und das Holz. Ah, also ich kann nichts dafür, wenn ihr, dass ich hier Inventar aufräumen muss, ne? Da. Ich bin unschuldig. So, muss mal in den Lurk, Spätschicht. Alles klar, Lurk. Alles klar, Cedric. Vielen, vielen Dank für den Lurk und auf eine sehr, sehr ruhige Nachtschicht in der Hoffnung, dass es schnell rumgeht und du keinen Stress hast. Ui, so viel fließt mir auf einmal. Glaube ich, werd bekloppt. So. So, gleich alle drei Kisten leer machen, ne? Ja. Viel Spaß im. Alles klar, Luke, viel Spaß im Cedric. Genau. Genau. Man könnte meinen, dass ich brauche Urlaub. Ja, man könnte manchmal meinen, dass Urlaub erholsam sein soll, habe ich gehört, ne? Aha. Ach, guck mal, hier fehlen ja auch noch die Dinger hier. Ja, das war klar. Das sind die Motoren. Ich glaube, Phantom war wieder schneller unterwegs. Oh ja, wir sehen auch unsere provisorischen Anlagen, ne? Kommen langsam nicht mehr hinterher. Hier mangelt es schon an den Motoren in der Anlage. Ist aber auch echt heftig, wie viel Montagemaschinen man hier braucht für die Drecksmotorenanlage. Echt übel. Einfach. Erweiter die mal ganz kurz ein bisschen. Ja. Ja. Nehmen wir uns hier ein paar geile Fließbänder nicht, sondern. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Horuga hat gerade für 48 Monate abonniert. Horuga, vielen, vielen Dank für deinen Support. Liebe geht natürlich raus. Dankeschön für mittlerweile 48
48 Monate. Dankeschön. Danke, danke, danke. Diesen krassen langen Support. Mann, Mann, Mann. Ah, oh, das ist unsymmetrisch. Aber so. Nicht symmetrisch. Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Ach. So. So, was fehlt? Ih. Was ist denn das denn für eine hässliche Anlage? Ja, Moment. War klar, ne? So, dann halt so. So, jetzt aber hier. Zack, zack. Da noch ein Strommast hin, da noch ein Strommast. So, gibt's ein bisschen mehr Motoren hier. Ich hoffe, das pimpt das Ganze ein bisschen auf. Alter, was ist denn da los? Ui, ja. Die linke Seite ist langsam echt penetrant da unten. Weil wenn man mal Umweltverschmutzung reinzieht, geht eigentlich. So viele Nester sind es gar nicht, die da in der Umweltzone sind. Also, wir gar nicht wissen, wie es da abgeht. Halt immer massig an Spuckern, ne? Ja. So, fast fertig, Gott sei Dank. Ja, okay. Der Bereich ist soweit fertig. Okay, dann kümmern wir uns jetzt kurz um die Bahnhöfe. Ah, hier sind viel, viel noch Fließbänder, okay. Da haben wir zu wenig da. Okay, Moment. Machen wir noch eben ganz kurz. Jawohl. Wäre es für die linke Seite nicht ein Solarleuchtturm von Vorteil, um die Nester erstmal ein wenig zurückzudrücken? Das stimmt eigentlich, ja. Weil der Solarturm hat, was für eine Reichweite hat der nochmal? Na, so weit halt auch nicht, ne? Ja. Ah, wobei. Also wenn du hier einen hinsetzt, ich glaube, er würde die beiden Nester erreichen. Das wahrscheinlich schon. Ja. So, also wir brauchen jetzt für das Zeug hier Rush Gold. Das machen wir mal hier rein. Schauen wir mal ganz kurz. Gibt es schon einen Crush Gold Bahnhof? Müsste eigentlich. Das müsste das hier sein. Ich hoffe es. So, dann brauchen wir eine erweiterte Schaltkreise. Phantom, das ist crushed up. Nicht an. Irgendwo muss es dann auch angehen. Ja, ja, ich hab, es gibt ein Goldsymbol und an heißt es. Oh, jetzt kann ich hier schon wieder nicht. Wo ist mein Bordprogramm? Ich muss. Ich muss hier jemanden. Ah, danke, Fette. Fette ist aber schneller. Penetrante Kacke da immer. Erweiterte Schaltkreise an gibt's aber nicht. Ja. Erweitert. Punkt. Mache ich so, wie es Fettem hier geschrieben hat. Schaltkreise ab. Aber machen wir hier noch. Zack, das Bild rein. Speichern wir. Wie wir sehen, haben wir noch keinen Zug da. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und Semiconductor Waves. Davon gibt es auf jeden Fall welche. Das wissen wir ja. Das ist das hier. Nee. An. Nur ein Zug gibt's da. Da sollten wir auf jeden Fall ein paar Züge ins Netz schmeißen, glaube ich. Was fehlt mir da? Ach, guck, das fehlt die Steam Engines, die ich vorhin weggeschmissen habe.
Ah. So, ich mach das so, weil... Machen wir mal so. So. So wenig Waggons. Oder hat keiner... Hat jemand... So. Gemutet, gebannt, gemeldet. Oh, melden kann man auch mittlerweile. Ja, klar. Okay. Das ist ein Nova-Zug, der ist Sprit alle. Mal kurz gucken. Sprit, 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 Sprit. Wo holt man sich den Sprit hier heutzutage? Weiß nicht. Mit was fahren denn die Züge eigentlich? Mit sowas kann man notfalls fahren. Ah, danke. Ja, ist auch nicht schlecht. So. So. Hä? Der hat nur zwei Platz? Ach, der hat nur zwei Platz. Der fährt nochmal im Altzug. Ah ne. Ja, das sind ja die Züge, die wir nutzen. Ja. Iron Mechanical Parts. Irgendwo hatte ich doch... Oh ja, hier, schaut mal hier. Ach, endlich habe ich eine Anlage, wo ich das rausnehmen kann. Ich nehme einfach alle. Brauchen wir einfach drei Züge, weil wir drei Bahnhöfe zusammen. Von dem her, 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8, 9. Wir füllen uns quasi die Heizkessel. Hast du noch Heizkessel übrig? Hä? Wo soll ich die hernehmen? Weiß nicht, vielleicht von irgendwelchen früheren Bauprojekten oder sowas. Nö, hier nicht, aber warte mal. Aber was brauchen die Heizkessel nochmal? Die brauchen. Nee. Melzofen. Also quasi Stein. Ja. Okay. Irgendwo hatte ich mal welche gebaut. Muss man hier oben gucken. Hm. Oh nee. Nee, das sind Turbinen sind da. Hä? Ah, nee. Nee, es sind Turbinen. Turbinen sind da, aber keine Heizkessel. Ah. Alles gut. Ich komme ein bisschen Stein, dann passt es. So. Warum kann ich dich jetzt nicht bauen? Ach, die Mechanical Parts. Die sind doch da gewesen. Ja. So. 1, 2, 3. So, wie viel ist wieder aktuell? Müsste das Gold in die Mitte. Achso, habe ich jetzt gar nicht beachtet, ne? Ne, das ist auch wurscht. Das ist ja momentan wurscht. Von den Bahnhöfen her. Aber ja, das Gold muss aufs volle Band. Also quasi auf die Bänder hier. Oh, stimmt, das kommt von rechts, ne? Stimmt, das geht ja gar nicht hier rein. Hast recht, hast recht, hast recht. Das ist der hier. Dann muss das hier der Bahnhof sein. Hast recht. Danke, danke, danke. Warte, ich kopiere mal den hier kurz, weil dann kann ich das dahin kopieren. Und der Goldbahnhof, das war der hier, ne? So, dann kopiere ich den da. Da drauf. Und den da. Da drauf. So. Dankeschön fürs Erinnern. Das wäre jetzt sonst ziemlich Banane gewesen. Da ist alles richtig eingestellt. Da ist es nicht richtig eingestellt. Machen wir einfach hier Gold. Crushed Gold. So. Dann. Mal kurz gucken. Die erweiterten Schaltkreise kommen von unten. Dann bin ich vergesslich. Die Semiconductor Wavefronts. Semi. Zack, zack. Ich will es gleichmäßig haben. So. Kann auf die Symbole gucken. So. Bei den Toren. So, dann hier. Zack, zack, zack. Ah, schön. Perfekt. So. Bei den roten Schaltkreisen hast du den Bahnhof abgenannt, aber das ist doch ein An, oder nicht?
Habe ich den abgenommen? Ja, ich hätte schwören können, ich habe den angenommen. Nee, halt, Quatsch. So, hast recht, ja. Mann, Mann, Mann. Du hast meinen nur übernommen. An, an. Und an. Das ist, ach, das ist das Ding. Egal. So, das passt alles. Dementsprechend, es ist auch alles richtig eingestellt. Da gäbe es einen Zug, der ist eigentlich auch immer im Warten. Vielleicht brauchen wir da gar keinen Zug. Jetzt holen wir uns mal. Wir holen uns trotzdem 3 Züge. Komm. Mal kurz an den Anfang. Jetzt holen wir uns erstmal Strom her. Den Strom kriegen wir auch da unten. So. Dann sollte zumindest der Kohlezug. Ah, es ist sogar komplett Strom hier. Ja. Da hinten fehlen noch ein paar Fließbänder. Okay. Das heißt, Gold ist schon unterwegs. Was jetzt aber nicht verkehrt ist. Weil ich zu viel Zeug dabei habe. Ich baue jetzt einfach 5 Züge im Inventar. Das ist okay. Dem fehlt Strom, okay. So, haben die auch Strom. Oh, das ist... Scheiße. Wie war das? Bin verwirrt. Ah. So. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin, genau. Da, nimm das, nimm das. Du hast Kohle. Warum nimmst du nicht dein eigenes Kohle aus dem Inventar, du dämlicher Lackaffe? So, Forschung ist durch. Ich mache mal noch ein bisschen Blödsinnsforschung, dass das einfach weg ist. Dass da hier... Ach, die Zerstörer. Komm, die Zerstörer können wir auch noch mitnehmen. So, dann. Ja, guck mal. Das ist auch eine Schwachsinnsforschung, weil wir haben keine Klippen. Ja, stimmt, das recht. Alter, das war die falsche. Das dann wollte ich haben. So, aber Kernenergie gibt's. Ach ne, Kernenergie wird auch wieder so. Ah. Die Aufbereitung ist da so ein bisschen. Ah. Ich hab's mir noch gar nicht angeguckt. Geklappt bis nachher? Ja, doch, das letzte Mal, als wir drüber geredet haben, Nova und ich, habe ich da einmal kurz reingeluschert. Schnell wieder zugemacht. Schnell wieder zugemacht. Klingt gut. Uranium Textplates, ob die wohl im Dunkeln leuchten? Eine gute Frage. Eine äußerst gute Frage. So, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Da. Central Processing Unit. So, machen wir hier. Central Processing. Passt. Mehr brauchen wir hier. Zentral, ne? Oder? Hat man die so? Ja. Klimaanlage macht komische Geräusche. So, war der Kohlezug jetzt eigentlich mal da? Nee, warum nicht? Oh, der kommt nicht. Okay, haben wir hier irgendwas? Zugbeschränkung ist aktiviert. Keimfahrt zum Brennstoff an. Ach so, ach Gott, der ist ja noch angeschlossen hier. Ja, okay. Ja. Guck mal, wie schnell Fender da gleich die Sachen wieder setzt. So, perfekt. Dann Kette. Kette.
Da ein Kette da. La 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 la. So. Dann passt das. Jetzt müsste der hier unterwegs sein. Jawohl. Echt spannend, dass der eine Brennstoffzug immer noch reicht für alle Bahnhöfe. So, dann. Guck mal, die Semiconductor-Waves sind auch schon unterwegs. Da kommt's Gold. Und da kommt der Brennstoff. Zack. Bitte einmal verteilen den Brennstoff. Jawohl. Ist ein schönes Ding hier. So, dich schicken wir. Natürlich zu warten. Oh, ich habe die Bahnhöfe auf der Karte aus. Dann sehe ich die nicht mal in der Ansicht. Krass. Wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Was? Wenn du die Bahnhöfe-Namen ausschaltest und dann auf eine Lok klickst, dann siehst du die da auch nicht mehr. Was ziemlich uncool ist. Das weiß ich, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist mir schon aufgefallen. Oi. Oh. Achtung! Darf ich Sie belästigen? Hallöchen. Das gibt Anzeige. Belästigung. Ach, guck mal, der Nova kommt rein und der Marcel erstmal, nee, hab ich keine Lust zu. Ja, kann man finden, mir nichts an. Du bist echt fies, Marcel. Echt, echt fies. So, den Zug können wir schon mal losschicken. Und weil wir mehrere Bahnhöfe mit Semiconductoren haben, würde ich sagen, ich hole mir einen Zug für Semiconductoren noch ran, dass wir da zwei haben. Gottes Willen, wo war denn? Ich hätte kopieren sollen den Zug, aber ah, hier beladen, das da ist es. So. Warten. Beladen. So. Passt. Okay, dann haben wir zwei Züge ins Leben gerufen. So, Gold ist schon überall drauf. Die, sogar die Semikonduktoren sind schon drauf. Oh, warte mal. Da stimmt noch was nicht. Failed Nova. Da ist noch irgendwas kaputt. Du? Au, oh, da fehlt ein. Ach Gottchen, da fehlt ein Belader. Moment. Schöner Sound übrigens, by the way. So. Der hat noch gefehlt. Ist die Frage, fehlt hier noch einer? Nee. Da kommen die Züge, das passt. Da kommen die Züge, das passt auch. Und hier unten wartet bei Schrittkreise. Wird voll gemacht. Ja, doch. Oh, ist auch ein bisschen was da, ja. Gut. Sehr gut, okay. So, die schnabulieren auch. Ja, der Kohlgas fährt einfach durch. So, wie man es gewohnt ist. Die Bedingungen fehlen. Welche Bedingungen fehlen? Syntax. Von welchen Bedingungen sprichst du? Die Produktion der erweiterten Schaltkreise ist aber auch fast am Stehen. Ja, das sind die Dinge, die Isolated Wire. Die sind hier noch ein bisschen immer leer. Beim zweiten Semikonduktorzug. Das ist der falsche Zug. Oh, ja, an, voll. Quatsch, halt hier, beladen, voll. Anlieferung, leer. Dankeschön. So, Gott, das wäre der wäre die ganze Zeit im Kreis gefahren, einfach nur. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wie schaut's aus? Da kommt er auch schon. Sehr schön. Denn ihr wisst ja, ich liebe es, zuzuschauen, wenn die Anlagen das allererste Mal anspringen. Bist du für ein komisches Fließband hier? Der hat auch einen guten Weg hinter sich. Ich meine, von ganz da unten nach da oben. Ist nicht gerade der schnellste Weg.
Da kommt das schöne Rot. Oh nein, da fliegen Fließbänder. Da fehlen Fließbänder. So, jetzt. Gerade noch rechtzeitig entdeckt. Sonst wäre das nur halb so schön geworden. Aha. So, jetzt geht's los. Sehr schön. Verteilt sich da auch wunderbar. Man sieht auch, besser geht's nicht. Drei volle Fließbänder gehen rein und teilen sich auf 1, 2, 3, 4, 5, logischerweise 6. So, die schnapulieren jetzt alle fröhlich vor sich hin. Und 8 Sekunden gehen manchmal schneller, wie man denkt, weil man dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich hier Hashtel-Tempo 0,75. Witzig, wieso 0,75 stand hier nicht vorhin 1 mit 2, 1, ah ne, das waren die hier, ne? Ah, okay. Hätte ich die verwenden können? Das wäre ärgerlich. Warte mal, was können die? Ah, ne, die können es nicht. Okay, gut. So, das heißt, dadurch, dass wir ein bisschen langsamer sind wie eine Sekunde, reicht das auf jeden Fall der Anlage. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis es nach hinten durchgefüllt ist. Ich vermute sogar, wobei doch, das müsste eigentlich reichen. Also, jetzt haben wir wieder einen guten Verbrauch hier durchbekommen.